Hallo meine Zukunftskollegen und Medizininteressierte, hier ist wieder Medfic für euch. Heute mal mit einem Video, was ein bisschen anders ist als die ich normalerweise mache. Und zwar werde ich heute eine Story aus meinem Leben erzählen, beziehungsweise etwas, was in meinem Leben passiert ist. Und wo ich einfach nur denke, dass ihr das wissen solltet und dass es vielleicht dem einen oder anderen hilft. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich drehe dieses Video jetzt auch schon zum zigtausendsten Mal, weil einem dann immer die Worte entfallen und man weiß nicht, wo man anfangen soll und wie man genau das darstellen soll. Es wird auf jeden Fall zum einen um das Thema gehen, Ziele und Wünsche bzw. Träume verwirklichen, sowie aber auch die Kehrseite von dem Ganzen, und zwar um das Scheitern und um das Versagen. Und darauf werde ich eher mein Augenmerk richten. Also auf jeden Fall habe ich mich jetzt auch lange nicht mehr gemeldet auf YouTube. Das sind jetzt, glaube ich, schon 2 Wochen her seit meinem letzten Video. Dem einen oder anderen ist vielleicht gar nicht aufgefallen. Einige haben mir dann auch geschrieben und gefragt, was denn los ist und warum ich denn jetzt keine Videos mache. Darauf komme ich dann auch gleich zu sprechen. Auf jeden Fall fange ich dann einfach mal an mit meiner Story. Ich bin ja immer eigentlich ehrlich zu euch, aber man muss auch natürlich sagen, dass man als YouTuber bestimmte Sachen ausfiltern muss, die man sagt oder die man nicht sagt, wo man sich denkt, ist das eigentlich gerade gut, wenn ich das erzähle, oder ist das nicht gut? Muss ich alles erzählen, oder man ist ja irgendwo noch eine Privatsperson? Und man möchte natürlich zwar ehrlich sein, aber andererseits, wenn man, auch wenn es so eine kleine Fanbase hat, aber wenn man bestimmte Menschen hinter sich hat, wo man auf jeden Fall weiß, dass sie einen als Vorbild sehen, dass sie einem schreiben, dass sie sich ein Beispiel an einen nehmen, dann überlegt man 10-mal, ob man bestimmte Sachen preisgibt oder ob man es vielleicht doch nicht sagt. Ja, und ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, dass ich euch das erzähle. Und ja, ich werde jetzt einfach drauf los erzählen. Ich hoffe, dass ich alles zusammenkriege, weil ich habe mir das jetzt nicht irgendwie geskriptet, sondern möchte das jetzt einfach so, wie es gerade rauskommt, einfach erzählen. Ja, es hat eigentlich eher damit angefangen, dass ich kurz vor der Hochzeit natürlich auch im Hochzeitsstress und Vorbereitung war und einfach sehr viele Klausuren geschoben habe, weil ich mir nicht zugetraut habe, die noch vorher irgendwie zu machen. Und ich aufgrund der Tatsache, dass sich bei mir im 4. Semester damals die Kurse überschnitten haben, 2 Stück, und zwar einmal mein Wahlfach und das Psychologiepraktikum. Die waren komplett in derselben Woche, dieselben Uhrzeiten, und man kann nur einmal im halben Jahr oder sogar einmal im Jahr nur das Praktikum machen, glaube ich, einmal im halben Jahr, genau. Dementsprechend wusste ich, dass ich eh länger studieren werde, und habe mir einfach gedacht, okay, mach's jetzt einfach ein Jahr länger und nimmst dir dafür die Zeit vor der Hochzeit für die Vorbereitung und die ganzen Klausuren schiebst du einfach weiter. Und das war eigentlich jetzt im Nachhinein gesehen der größte Fehler, den ich machen konnte. Weil ich im Nachhinein dann, als die Zeit kam, die Klausuren zu schreiben, zusätzlich zu den Klausuren, die ich im Semester machen musste, auch noch die Klausuren hatte, die ich geschoben habe. Und das war nicht wenig. Und dann hatte ich noch einige Klausuren nicht bestanden gehabt, die ich auch nochmal nachholen musste. Und dann kam der Tag des Erwachens, wo ich einfach nur gesehen habe, ich habe 2 Wochen, und in 2 Wochen habe ich 8 Prüfungen oder so. Und zwar so zack, zack nacheinander, manchmal 2 Prüfungen an einem Tag. Und da habe ich aber noch ein bisschen so gechillt und gesagt, okay, komm, du schaffst das, du hast ja ein komplettes Jahr länger. Einfach nur ein bisschen dich vorbereiten und lernen und irgendwie sich das einteilen, dass man für 8 Prüfungen irgendwie gleichzeitig lernt. Ich habe das noch ein bisschen gechillt gesehen. Das, wo ich einfach wirklich angefangen habe, mir Sorgen zu machen und richtig angefangen habe, Angst zu kriegen um mein Studium, war, als ich meinen BAföG-Antrag für das 5. Semester beantragt habe und ich einen Leistungsnachweis erbringen musste, weil nach dem 4. Semester muss man sozusagen
immer beim BAföG-Amt den Leistungsnachweis einreichen, dass man sozusagen genug Scheine hat oder dass man eine gewisse Leistung im Studium erbringt, um sozusagen weiter von dem BAföG-Amt unterstützt, finanziell unterstützt zu werden. Und als ich dann meine Leistungsübersicht ausgedruckt bekommen habe im Studierendensekretariat und ich drauf geguckt habe, es war mir bis zu dem Moment gar nicht bewusst, aber ich stand am Ende des vierten Semesters, wo Leute normalerweise auf ihr Staatsexamen zusteuern und im Prinzip alle Fächer haben, hatte ich ein riesen Defizit. Ich hatte so viele unbestandene Klausuren und Klausuren, die ich noch gar nicht erst geschrieben hatte, und Kurse und Scheine, die mir einfach gefehlt haben, dass ich einfach verstanden habe, ein Jahr für das alles, das habe ich mir im Prinzip, einige Sachen hatte ich seit dem ersten Semester vorgeschoben. Das heißt, ich hatte so eine riesige Menge an Sachen, die ich nachholen musste, dass ich angefangen habe, daran zu zweifeln, ob ich das schaffen werde und ob das überhaupt noch Sinn macht. Vor allem, als dann ich mit dieser Leistungsübersicht natürlich dann da ankomme beim BAföG-Amt und die mir einfach ins Gesicht gesehen haben und gesagt haben, ja, wir können sie nicht weiter unterstützen, weil sie einfach nur ein unaufholbares Defizit haben. Und um euch das einfach nur so ein bisschen klar zu machen, man kann sich jetzt vorstellen, ja, okay, komm, ein paar Fächer nicht bestanden, aber ich hatte wirklich sehr, sehr viele Fächer nicht bestanden. Ich hatte zum einen das Biochemie-Seminar, wo mir beim ersten, also als ich das gemacht habe, Punkte gefehlt haben, um die Abschlussklausur zu schreiben. Deswegen musste ich das ganze Seminar Biochemie, zwei Semester lang geht das, 7 Testate, in denen man 35 Punkte insgesamt haben muss, damit man zur Abschlussklausur zugelassen werden kann, im Prinzip komplett neu machen, weil mir 2 Punkte gefehlt hatten für die 35 Punkte. Ich hatte also 33 Punkte und mir haben 2 Punkte gefehlt und ich musste das komplett, also im Prinzip komplett 2 Semester nochmal das Seminar nachholen. Dann natürlich die Seminarabschlussklausur, die ich gar nicht mitgeschrieben habe, weil ich nicht genug Punkte hatte. Ich musste das komplette Psychologiepraktikum machen, wie gesagt, weil ich das überschnitten hatte, plus die Psychologieabschlussklausur. Ich musste die Anatomieabschlussklausur schreiben, die Voraussetzung für den Ultraschallkurs ist mit der mündlichen Ultraschallprüfung. Ich musste die Biochemie-Praktikumsabschlussklausur schreiben und die Physiologie-Praktikumsabschlussklausur. Habe ich was vergessen? Ach ja, genau. Das Allerwichtigste eigentlich. Komplett vergessen. Als 9. ja, ich bin jetzt schon bei 9, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, habe ich natürlich die allergrößte Hürde gehabt, warum ich sie auch als letztes nenne, ist meine Histologieprüfung. Histologie hat man im ersten Semester und ich glaube auch ein bisschen im zweiten Semester, ich bin mir nicht mehr sicher, wie das genau war, schon ein bisschen länger her. Man hat als erstes eine schriftliche Klausur, die habe ich auch bestanden, alles ganz okay. Und dann, um sozusagen diesen Kursus mikroskopische Anatomie abzuschließen, muss man noch eine mündliche Prüfung machen. Ich habe die erste gemacht, bin durchgefallen. Ich habe die zweite gemacht, bin durchgefallen. Vor der dritten habe ich so einen Respekt gehabt, ich habe mich so sehr gefürchtet vor der dritten, dass ich sie geschoben habe, bis ich sie nicht mehr weiterschieben konnte. Und man muss sich vorstellen, ich bin jetzt im dritten Jahr, also ich komme jetzt ins 6. Semester schon. Und bis hierhin habe ich meine Histologieprüfung geschoben. Und man kann sich auch vorstellen, dass man nach diesen Jahren sich a. nicht mal mehr daran erinnert, wie man ein Mikroskop anmacht und wie man das einstellt, b. sich an diese ganzen Präparate, die man ja damals präpariert hatte und noch frisch im Kopf hatte, erinnern konnte, und C, schon gar nicht an die ganzen Inhalte und was man daran erkennen muss und wie man genau das einzuordnen hat, dass man sich nicht komplett so detailreich daran erinnern kann, dass man die Prüfung
so gut machen kann, wie man sie normalerweise in der Regelstudienzeit oder zu dem Zeitpunkt, wo man das noch ganz frisch alles im Kopf hatte, weil man noch die Vorlesung besucht hatte und den Kursus mikroskopische Anatomie hatte. Da kann man sich natürlich einfach besser die ganzen Sachen einprägen und merken, als wenn man das 2 Jahre später macht. Deswegen hatte ich einen riesen Respekt vor dieser Prüfung und habe sie immer weiter geschoben. Währenddessen habe ich versucht, die anderen Prüfungen nachzuholen, wobei ich zu dem Zeitpunkt schon gespürt habe, dass es einfach nur ein Riesenberg ist, wo ich nicht weiß, ob ich ihn überwältigen kann. Und ich mir zu dem Zeitpunkt schon gedacht habe, hey, es kann sein, dass das Studium einfach für mich nicht zu schaffen ist. Oder nicht mehr durch mein, ja, lässiges Handeln. Ne? Deswegen, ja, so war das dann. Und so habe ich das auch länger hingezogen, bis ich dann mich entschieden habe, zu dem Drittversuch zu gehen für die Histologieprüfung. Und ich war natürlich sehr, sehr aufgeregt und habe auch gezittert und ich habe sehr, sehr, sehr viel für diese Histologieprüfung gelernt. Ich musste komplett von Null anfangen, weil ich mich an nichts mehr erinnern konnte so richtig, weil ich in der Zwischenzeit so viele andere Fächer gelernt habe, so viele andere Informationen aufgenommen habe, dass ich mich an nichts mehr erinnern konnte und ich musste sozusagen von Null anfangen. Ich habe ein komplettes Buch durchgelesen, ich habe die ganzen Präparate online nochmal durchgeguckt, mir die ganzen Sachen aufgeschrieben, jedes einzelne Präparat von diesen 100 sonst irgendwas ausgedruckt und von innen beschriftet mit den spezifischen Merkmalen und dann bin ich durchgefallen. Das dritte Mal durch Histologie. Das war eigentlich für mich das Ende. Ich habe vorher noch meinen Eltern, meinem Mann gesagt, wenn ich durch diese Prüfung falle, dann höre ich mit dem Studium auf. Weil dann, wenn ich so viel dafür lerne und ich habe es nicht bestanden, dann bin ich wahrscheinlich einfach nur zu dumm dafür. Und als ich dann aus dieser Prüfung rauskam, ich war am Boden zerstört und ich habe noch auf die Uni zurückgeblickt und dachte mir, es ist jetzt das letzte Mal, dass ich hier bin. Und als ich dann auf dem Weg nach Hause war und im Zug saß, dann habe ich mich daran erinnert, dass ich mir mal einmal versprochen habe, dass ich niemals von alleine das Studium abbrechen werde, wenn ich nicht zwangsexmatrikuliert werde. Zwangsexmatrikuliert, schweres Wort. Und man hat in Histo bei der mündlichen Klausur, bei der mündlichen Prüfung 4 Versuche. Also nicht 3 wie in den schriftlichen, sondern 4. Das heißt, ich hatte noch einen einzigen Versuch und danach würde sich, also bei dieser Prüfung würde sich dann entscheiden, ob ich weiter studieren darf oder ob es vorbei ist und ich mir eine Alternative suchen muss. Und man kann sich gar nicht vorstellen, glaube ich, was für ein Druck auf einem lastet, wenn man sozusagen das dritte Jahr studiert und man investiert sich komplett da rein, man bemüht sich und man lernt und lernt und lernt und so viel, was man einfach nur, wo man Abstriche gemacht hat und sich dafür rein investiert hat, um das zu schaffen. Und wenn man dann versteht, dass das so vorbei sein kann durch die eine Prüfung, und man kann sich vorstellen, was für ein Druck dann auf einem ist. Zusätzlich dazu, dass ich natürlich mir direkt gedacht habe, okay, wie überbringe ich euch diese Nachricht? Weil viele von euch schreiben mir, dass sie mich als Vorbild sehen oder dass sie sich ein Beispiel an mir nehmen. Und es mir dann einfach wehtut, zu sagen, dass ich es dann nicht geschafft habe, ohne euch zu demotivieren. Weil ich genau weiß, dass das einige mitziehen würde und dass sie sich vielleicht demotiviert fühlen würden, weil ich sie vorher immer motiviert habe und gesagt habe, ihr könnt das, ihr könnt das, ihr könnt das. Und zusätzlich dazu noch fahre ich ja morgen auf die Konferenz, auf den Kongress vom Medizinjournalismus, die MedMen 2016 in Mannheim. Und ich mir einfach nur dachte, dass, wie soll ich denn dastehen, wenn ich die Prüfung nicht bestanden habe und ganz genau in meinem Kopf weiß, dass ich durchgefallen bin? Wie soll ich da eine Rede halten über meinen Kanal und über ja, Medizinstudium, dies, das, wenn ich das selber nicht geschafft habe? Das alles war auf einmal in meinem Kopf und überall und natürlich zusätzlich dazu, dass es einfach mein Traum ist. Und
Ja, das war sozusagen eine richtig harte Zeit für mich. Und das war auch die Zeit, diese 2 Wochen, die ich jetzt nicht auf YouTube war. Also das waren die 2 Wochen vor meiner mündlichen Prüfung, vor der vierten mündlichen Prüfung Histologie, wo ich einfach gesagt habe, ich hab einfach keinen Nerv, ich habe einfach nicht die, keine Ahnung, die Kraft, jetzt ein Video zu drehen, weil ich von morgens bis abends eigentlich in meinem Zimmer saß oder auf dem Sofa und die ganzen Sachen malocht habe, weil mir es wichtig war, das zu bestehen und weil ich einfach eine riesige Angst und riesen Respekt hatte. Und ja, letzte Woche war das, ja, am 5.4., genau, am 5.4.2016 war dann der Tag, der mir dann ab jetzt wahrscheinlich für immer im Kopf bleiben wird, wo ich dann meine Histoprüfung hatte, die vierte, den vierten Versuch im Prinzip, den letzten Versuch, den ich überhaupt noch hatte. Und ich bin da reingekommen. Ich habe vorher Beruhigungstabletten getrunken bis zum geht nicht mehr, weil ich nicht mal mehr einen Zettel in der Hand halten konnte, um zu lesen, was ich mir von Notizen gemacht habe für die Prüfung. Als ich dann im Bus dahin saß, ist meine Hände haben so gezittert, dass ich es nicht mehr geschafft habe, das zu lesen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass viele Leute zu dem Zeitpunkt, die natürlich von der Situation wussten, ich habe es natürlich nicht rumposaunt, dass ich jetzt in die Viertprüfung gehe und dass mein Studium einfach vorbei sein kann, dass ich es nicht geschafft haben kann. Die Leute, viele haben mich auch aufgegeben und haben gesagt, hör mal, möchtest du nicht eine Alternative suchen oder mach dich doch nicht so fertig, wenn du es nicht schaffst, dann ist das einfach so. Und ich bin dann da hingefahren und man ist dann erstmal in so einem Vorraum mit ganz vielen. Jeder kriegt 2 so Plättchen zum Mikroskopieren, muss dann erstmal das Organ, was man hat, erkennen, was es überhaupt ist. Ja, wir haben insgesamt in diesem Histokasten, glaube ich, 100, 9, lass mich nicht lügen, irgendwie sowas, oder 115 Präparate von entweder manchmal von demselben Organ, aber mit unterschiedlicher Färbung und halt die unterschiedlichsten Organe aus unserem Körper, manchmal auch einfach nur Knochengewebe, Muskelgewebe, Nervengewebe, sonst wie Gehirn und so weiter. Und man musste es erstmal einfach nur erkennen und wenn du es nicht erkannt hast, bist du direkt raus. Das heißt, ich saß da schon da, konnte erstmal mein Mikroskop nicht einstellen, weil ich vergessen habe, wie man das benutzt und habe dann erstmal meine 2 Organproben mikroskopiert und aufgeschrieben, was ich meine, was das ist. Hatte dann auch die richtigen Organe, also hatte die richtig identifiziert und saß dann da und da es mein Viertversuch war, musste ich erstmal warten, bis alle durch sind, weil ich 2 Prüfer bekommen sollte und nicht nur einen Prüfer wie normalerweise mit einer studentischen Hilfskraft, sondern ich habe 2 Prüfer bekommen, damit auch auf jeden Fall sicher ist, dass wenn ich durchfalle und ich musste auch extra unterschreiben, dass wenn ich durchfalle, es halt vorbei ist. Und dass ich mich in der Lage fühle, diese Prüfung anzugehen. Und ich bin in diese Prüfung reingegangen und hab da gesessen und wirklich der absolut krasseste Moment in der letzten Zeit, den ich jetzt erlebt habe, war, als die Prüferin sich zu mir gedreht hatte und sagte, ja, ich denke mal, das reicht jetzt. Sie haben bestanden. Und in diesem Moment ist mir einfach nur alles auf einmal von meinen Schultern gefallen. Ich bin so ausgeflippt da. Ich konnte es einfach nur nicht fassen, dass ich bestanden hatte, dass ich diese Chance bekomme, jetzt weiter zu studieren. Und direkt 3 Tage später hatte ich meine Anatomie-Klausur. Und man kann sich vorstellen, dass wenn ich für diesen Histoversuch die ganze Zeit gelernt habe, ich natürlich Anatomie so ein bisschen ja, so weggeschoben habe und gesagt habe, so okay, wenn ich jetzt eh durch Histo durchfalle, darf ich ja gar nicht an Anatomie teilnehmen, weil ich ja exmatrikuliert werde, beziehungsweise weil man dann sozusagen nicht mehr Klausuren schreiben darf in dem Fach, in dem in dem Studiengang so. Und ja, deswegen hatte ich eher weniger dafür gelernt und habe mich dann nochmal, obwohl ich hatte zwar natürlich auch gelernt, aber ich habe mich nochmal hingesetzt und ich habe mir gesagt, hör mal, wenn du jetzt Anatomie nicht bestehst, darfst du wieder Ultraschall nicht machen.
und muss wieder ein halbes Jahr warten. Und dann sind es insgesamt 1,5 Jahre, die ich warten muss, bis ich mein Staatsexamen antreten kann. Und ich hatte da einfach nur keinen Nerv mehr zu. Und ich dachte mir, komm, du hast jetzt, ich habe so viel Motivation geschöpft durch dieses Bestehen dieser Viertprüfung, dass ich dann auch Anatomie bestanden habe. Und zu diesem Zeitpunkt, jetzt genau heute, habe ich nur noch 2 Klausuren, die ich schreiben muss und bestehen muss, damit ich mein Staatsexamen antreten kann. Und ich bin einfach nur überglücklich. Und ich will euch einfach nur sagen, wenn euch Menschen sagen, hör mal, das ist ein hoffnungsloser Fall, du schaffst es nicht mehr, du kannst es nicht mehr aufholen. Wenn du kurz vorm Abi stehst und du bist vielleicht noch bei einer Note von 2,6 oder 3, keine Ahnung was, und Menschen sagen dir, hör mal, du kannst es aufgeben, du schaffst es nicht mehr, dann sag ich dir, das kannst du wohl. Du musst einfach nur an dem festhalten, was du wirklich willst, daran an dich glauben, weil du bist der Einzige, der dir im Weg stehen kann. Die anderen Menschen, die vielleicht nicht so einen erweiterten Horizont haben, die sich vielleicht bestimmte Sachen nicht erlauben zu träumen, weil sie sich das nicht zutrauen sollen, dich nicht davon abbringen, deine Träume zu verwirklichen. Ich glaube daran, dass jeder da draußen das schaffen kann. Es gibt natürlich Menschen, klar, gibt's immer, die machen das so, mit links und rechts und ja, die können das einfach. In meinem Studiengang gibt es so viele, die noch nie durchgefallen sind. Aber das heißt nicht, dass wenn du einmal durchgefallen bist, wenn du zweimal, dreimal durchgefallen bist und selbst wenn es kurz vorm Aus steht, dass du dann aufgeben sollst. Mach einfach weiter und du wirst sehen, dass sich das total auszahlt. Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade einfach nur sehr, sehr glücklich, dass ich damals nicht aufgegeben habe. Ich habe schon damals nach der Drittprüfung meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, ich breche das Studium ab, ich werde jetzt zu dem nächsten Semester den Semesterbeitrag nicht mehr überweisen. Das heißt, ich höre auf zu studieren. Damals haben meine Eltern dann gesagt, hör mal zu, du machst das jetzt weiter, so lange bis du entweder rausgeschmissen wirst, weil wir wissen, dass du das kannst. Und ich möchte einfach auch allen Danke sagen, die mich in dem Moment unterstützt haben, auch an meinen Mann und auch an eine gute Kommilitonin, die ich kennengelernt habe, die mich einfach nur wirklich sehr unterstützt hat und mir gesagt hat, die einen ähnlichen Fall hatte und auch Viertprüfungen in Histologie hatte und die mir einfach nur so geholfen haben. Ich möchte euch Danke sagen und ich möchte durch diese Geschichte, die ich euch jetzt erzählt habe, die erzähle ich nicht einfach so. Es fällt mir auch ein bisschen schwer. Natürlich, man erzählt etwas Persönliches, dass man vielleicht auch irgendwo seine Probleme und Fehler hat und bestimmte Fehler begangen hat, wie zum Beispiel mit diesem Aufschieben von Klausuren und dass man das einmal zugibt. Aber ich möchte, dass durch diese Geschichte, die ich euch erzähle, dass ihr motiviert werdet in eurer Situation. Es kann jede mögliche Situation sein. Egal, was ihr gerade anstrebt, was euer Wunsch oder euer Ziel ist, wenn ihr einen Traum habt und wenn ihr eure ganze Situation als Sackgasse seht und meint, es gibt keinen Ausweg mehr. Ich sage euch, es gibt den Ausweg. Ihr müsst es nur versuchen. Sagt euch einfach, ich kämpfe bis zum bitteren Ende und das wird sich auszahlen. Jetzt gerade im Moment habe ich auch sehr viele wunderbare Sachen erlebt und sehr viele tolle Angebote bekommen und Möglichkeiten, die sich mir jetzt plötzlich eröffnen in unterschiedlichen Bereichen meines Lebens, wo ich jetzt einfach sagen kann, hey, es gab diesen Tiefpunkt, wo ich einfach dachte, schmeiß das alles hin, aber es gibt auch diese Hochpunkte. Und deswegen möchte ich euch einfach sagen, dass Versagen bzw. Scheitern, das ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Es ist ein Teil davon. Es gehört dazu. Es ist ein Bestandteil von Erfolg. Deswegen lasst euch nicht davon abbringen, wenn ihr einfach mal hinfallt, denn es ist nicht schlimm hinzufallen, es ist schlimm nicht wieder aufzustehen. Deswegen, wenn ihr hinfallt, steht auf, Krönchen richten, weitergehen. Und ja, ich hoffe, euch motiviert meine Geschichte und hilft euch dabei in eurer Situation, wenn ihr jetzt gerade eine schwere Situation habt, einfach weiterzumachen. Und ja, lasst euch einfach nicht davon abbringen, was andere Leute sagen und macht einfach euer Ding. Und ja, ich denke mal, das war's auch schon. Ich habe, glaube ich, jetzt auch wieder sehr, sehr lange geredet, aber es lag mir wirklich sehr am Herzen, euch
ja, diese Sache zu sagen. Und ja, ich würde mal sagen, ach genau, was ich jetzt noch was vergessen habe. Ich bin jetzt morgen in Mannheim auf der MedMen, auf der Medizinjournalisten-Konferenz, auf dem Medizinjournalismus-Kongress. Und ich hatte euch ja schon bei Facebook das gesagt. Falls ihr mich bei Facebook noch nicht habt, tue ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ja, ich werde auf jeden Fall euch mitnehmen, weil ich euch ja gefragt habe, ob ihr möchtet, dass ich euch mit der Vlogging Cam mitnehme. Und meine Vlogging Cam ist zwar keine professionelle Vlogging Cam, aber ich denke mal, wir werden zusammen durch diese Konferenz gehen. Und ich habe noch nie gevloggt, also tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen schlecht wird, der Vlog. Aber ich nehme euch einfach mit und zeige euch mal, wie das so da ein bisschen abgeht. Und ich freue mich auch schon riesig. Morgen geht's los. Ich muss noch meine Präsi zu Ende vorbereiten und dann ja, nehme ich euch mit. Ansonsten würde ich sagen, ich versuche das bis Freitag zusammenzuschneiden und eventuell Freitag dann die Madman Prä... nicht Präsentation. Die Madman, den Madman Vlog dann hochzuladen. Ja, und... das war's auch schon mit dem Video. Ich würde euch sagen, okay, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Ach ja, was ich noch vergessen habe. Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe, habe die ganze Zeit noch nachgedacht. So ist das, wenn man sich kein Skript schreibt. Ich wollte auf jeden Fall ja, mich zum einen bedanken. Wir sind jetzt 3500. Das ist eine unfassbare Zahl für mich. Und ich denke, bei so einer großen Masse an Menschen mit ihren eigenen Erfahrungen, jeder von euch hat sicherlich mal so eine ähnliche Situation gehabt im Leben. Und ich möchte wirklich, dass diese Community dazu dient, sich gegenseitig zu motivieren. Und schreibt doch einfach in die Kommentare eure Geschichte, was ihr vielleicht erlebt habt und wie ihr mit diesem, ja, Druck oder mit diesem Scheitern oder mit diesem Versagen klargekommen seid. Und was sich später daraus ergeben hat. Ob ihr dann später noch eine viel größere Chance bekommen habt und wie sich das gebessert hat. Ich werde mich auf jeden Fall über jeden einzelnen Kommentar freuen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt zu lesen, was ihr in eurem Leben schon alles durchgemacht habt. Und ja, damit motivieren wir uns gegenseitig und jetzt aber bis zum nächsten Video. Ciao!